COPD, die chronisch obstruktive Lungenerkrankung, ist eine der weltweit häufigsten Krankheiten. Das große Problem dabei sind die immer schlimmer werdenden Atembeschwerden. Im fortgeschrittenen Stadium muss sogar nachts beatmet werden. Bisher eine Tortur für die Betroffenen. Durch eine Erfindung aus Norddeutschland kann das Beatmungsgerät jetzt aber eine spezielle Atemtechnik imitieren. Und das mit unglaublicher Wirkung. Jahrelang ist Gerd Neumann kaum noch vor die Tür gegangen. Ihm fehlte buchstäblich die Luft. Eine neue Erfindung gibt ihm jetzt wieder Lebensmut. Es geht mir insgesamt besser, ja, deutlich besser als mit dem anderen Gerät, weil ich einfach belastbarer bin. Dagmar Martin kommt wieder zu Fuß in den ersten Stock. Vor kurzem noch undenkbar. Auch sie benutzt nachts das neue Beatmungsgerät. Dass man sich kleine Dinge zutrauen kann, dass man, ja meine Güte, man nicht mehr Angst haben muss vor drei Stufen, die man irgendwo bewältigen muss. Viele schwer COPD-Kranke sind nachts auf ein Beatmungsgerät angewiesen. Gerd Neumann seit 4 Jahren. Die Luft wird dabei mit großem Druck in seine Lunge gepresst. Und jeden Morgen ist dies ein kritischer Augenblick für ihn, wenn er auf die mobile Sauerstoffversorgung umstellt. Minutenlang ringt er erstmal nach Luft. Man weiß das, wenn man schwimmen geht und man taucht mal und bekommt jetzt keine Luft. Und man hat jetzt die Angst, ich kann nicht auftauchen, ich komme nicht wieder an Luft. Auch Dagmar Martin ringt viele Jahre lang um jeden Atemzug. So. Durch die COPD sind die Bronchien entzündet. Ihre Lunge ist stark überbläht. Sie bekommt beim Einatmen nicht genügend frische Luft. Die verbrauchte Luft kann sie nicht vollständig ausatmen. Deshalb ist zu viel Kohlendioxid in ihrem Blut und ihre Atemluft muss mit Sauerstoff angereichert werden. Bei COPD-Kranken mit so einer überblähten Lunge sind die Bronchien ständig entzündet. Die Lungenbläschen am Ende der Atemwege zerstört. Die Atemwege sind schlaff und verengt. Bei der Ausatmung fallen sie zusammen. Die Luft aus den Lungenbläschen kann nicht entweichen. Mit jedem Einatmen steigt der Druck in der Lunge, presst die Atemwege noch stärker zusammen. Vor allem nachts unter dem zusätzlichen Druck des Beatmungsgerätes. Ein Gefühl der Enge und Atemnot am Morgen sind das Ergebnis. Ich fühlte mich wie ein Michelin-Männchen. Ich konnte in keiner Sofagarnitur mehr sitzen. Es ging mir ganz, ganz schlecht. Ich brauchte zwischendurch den Notarzt. Wenn Sie wirklich keine Luft mehr haben, haben wir nichts anderes gehabt, als immer mehr Luft hineinzublasen. Und das genau war eben auch das Problem, dass die Luft nicht mehr rauskam. Und dem Problem haben wir uns jetzt gerade gewidmet. Die Lösung war dann im Grunde ganz einfach. Die Schlafmediziner vom Forschungszentrum Borstel veränderten das gängige Beatmungsgerät so, dass es während der ganzen Nacht eine bei Lungenpatienten bekannte und bewährte Ausatemtechnik simuliert. Die sogenannte Lippenbremse. Man kräuselt die Lippen oder macht einen Lippenspalt, kann das selbst regulieren und atmet dann gegen diesen Gegendruck aus. Die Erleichterung kommt dadurch, dass durch den Gegendruck die Atemwege noch ein bisschen weiter geöffnet werden und die Ausatemphase viel länger ist. Genau so funktioniert das neue Beatmungsgerät. Der Gegendruck aus dem Gerät überträgt sich in die Atemwege. Der Druck baut sich während der Ausatmung auf. Dadurch bleiben die Atemwege länger geöffnet. Die in den Lungenbläschen gefangene Luft kann jetzt entweichen. Dagmar Martin war die 2. Patientin, die das neue Beatmungsgerät ausprobiert hat. Nach der ersten Nacht habe ich gedacht, boah, das ist schön. Die 2. Nacht an dem neuen Gerät war noch viel besser. Ich hatte morgens 2 Konfektionsnummern weniger am Bauch. Das ganze Wochenende mit dem Gerät verbracht, fragte Dr. Rüller. Und wie war das Wochenende? Habe ich gesagt, wunderbar. Ich war shoppen, bis die Karte brennt. Gerd Neumann benutzt das neue Gerät jetzt seit 2 Wochen. Heute ist er zur Kontrolluntersuchung in Borstel. Die Reise hierher hat ihn angestrengt. Trotzdem schafft er beim 6-Minuten-Gehtest doppelt so viel Strecke wie vor 4 Wochen. Und wie anstrengend? Die Atemnot, unter der er morgens jahrelang litt, ist weg. Ganz prima, ich stehe ganz normal, wie jeder Gesunde, auch auf. Und mich unterscheidet beim Aufstehen vom gesunden Menschen nur, dass ich eine Maske abnehme und dass ich danach in aller Ruhe diesen Sauerstoffschlauch benutze.
Aber sonst prima, ganz normal. Bitte mal Platz nehmen. Auch sein Lungenfacharzt zu Hause in Hannover ist beeindruckt, wie gut es Gerd Neumann geht. Für diese Patienten, die wirklich ganz schlechte Sauerstoffwerte haben und ganz hohe Kohlendioxidwerte, die also Probleme haben, das abzuatmen, dafür könnte das eine ganz tolle Maschine sein, die den Menschen hilft. Die Kosten für das neue Beatmungsgerät hat die Krankenkasse übernommen. Gerd Neumann wird immer auf eine Atemhilfe angewiesen sein, denn COPD ist nicht heilbar. Aber jetzt kann er besser mit seiner Krankheit leben.